Jimmy here ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. Moin, das ist ganz schön schnell. Entschuldigung? Hallo, Lothar. Sie sind ganz schön schnell. Naja, ich versuch's. Ich versuch mein Bestes. Sieht gut aus. Ciao. Ciao. Как была поездка, товарищ генерал? Прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Hi. Hi. Na? Oh. War ganz gut. Ich kenne den Blick bei Ihnen. Was ist das für ein Blick? Das ist ein ganz normaler Blick. Das heißt dieser Ich-hab-Hunger-Blick. Das heißt, ich habe da was gesehen, will aber nicht den Bestimmer raushängen lassen. Ich weiß, dass Sie auch Nahkampf trainieren. Nein. Also, was habe ich falsch gemacht? Sah gut aus, was Sie gemacht haben. Allerdings würde ich die Schultern etwas zurücknehmen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das mal. Darf ich Sie anfassen? Ich bitte darum. Einmal umdrehen. Schulter nach hinten. Ja. Stand etwas tiefer. Füße aufeinander. Sehr gut. Und in dieser Position müssen Sie immer damit rechnen, dass... Ja. Upsi! Bin auch mein Mann Schussel. Warten Sie. Ich nehme da rein. Hoffentlich triffst du damit nicht mal jemanden ins Herz. Nee. Das mache ich nur ohne Pfeil und Bogen. Kann ja mal passieren, ne? Entschuldigung. Wir müssen sowieso los ins Revier. Ja. Holly, komm. Tschüss. Да так себе.
Was schnüffeln Sie hier rum? Wenn wir das damals gemacht hätten, ja, dann gab es bei uns auf der Polizeischule Tage des Überlebens. Das heißt, wir hatten nur einen trockenen Haferriegel und mussten uns tagelang im Unterholz verstecken. Und wenn wir Durst hatten, dann mussten wir warten, bis der Himmel sich öffnete und weinte. Wir durften auch kein Feuer anmachen, um uns zu wärmen. Um uns herum waren hunderte von Ratten, die den einen oder anderen Kollegen komplett abgenackt haben. Na, Herr Oeske? Hallo, Frau Hauptkommissarin Wagner. Schön, dass Sie jetzt da sind. Und, sind Sie bereit für die Höhen und Tiefen des Polizeidienstes? Das Praktikum war ja auch die Idee von Frau Wagner. Naja, es war der Wunsch von Herrn Oeske, den er mehrfach vorgetragen hat. Wenn Sie sich nicht auf Schnick, Schnack, Schnuck eingelassen hätten. Wie auch immer. Das ist jetzt für die nächsten 14 Tage Ihre Uniform. Für mich? Für Sie. Sehen Sie sie an? Das ist wirklich schön, danke. Gut. Wo haben Sie die Uniform eigentlich her? Das ist meine alte aus Kiel. Herr Oeske, wir hätten auch eine extrem wichtige Sache, auf die wir Sie gerne ansetzen möchten. Wirklich? Mord? Raubüberfall? Betrug? Diebstahl vielleicht? Es gibt da wirklich ein großes Projekt, das unseren Beruf in die Zukunft tragen soll. Sie werden uns fit machen fürs 21. Jahrhundert. Aha, okay. Und was ist das? Das ist das 20. Jahrhundert und ich würde, also wie soll ich das sagen? Naja, das alles muss da rein. Ich zeige Ihnen was. Kommen Sie mit. Das ist der Scanner und alle Dokumente aus dem Schrank dort scannen Sie hier ein, damit wir sie ab jetzt digital vorliegen haben. Ich dachte, ich bin als Polizist hier. Ja. Das gehört zur Polizeiarbeit. Ja, das ist Aktenstudium. Ah, okay, aber wann darf ich denn die Einbrecher jagen, also die Gangster schnappen? Was ist mit dem Drogenschmuggel? Ich will mich mit der Mafia anlegen, das dauert doch Jahre. Na, ganz so wird es ja nicht sein, weil das hier nämlich ist ein Neodingens 400 Super Plus Ultra. Ja? Das ist ein niegelnagelneuer Scanner und Sie werden gleich extrem erleichtert sein, weil, gucken Sie mal, mit diesem Aufsatz hier können Sie ratzfatz, zack, bum, bonjour, 20 Seiten hintereinander scannen. I'll be back. Hm? Wollte ich immer schon mal sagen. Wir schießen doch. Na, hallo Laila. Na, wie geht's euch? Na, mir geht's gut, aber ihr nicht so. Oh nein, was ist denn? Ein bisschen mit dem Magen, glaube ich. Oh nee. Ich habe Bauchschmerzen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Wollen wir uns das mal angucken? Quält sich ein bisschen. Na, dann guck mal mit. Ja, das kann. Ja, ist ja gut drauf. Oh ja. Ja, guck mal, was hier ist. Warte, warte. Feines Mädchen. So, und jetzt der mit der Pille. Ja. Dennoch geht's hier besser, ja? Deutlich, ne? Ist auch nicht gefährlich oder so? Nein, Lottchen, du kannst sie morgen Abend wieder abholen. Mach mal Platz. Okay. Platz. Und holst du meine Frau ab, ne? Ach, bist du wieder unterwegs als... Du bist Marketing... Handelsreisender. Handelsreisender. Ja, ich muss nachher noch nach Femmingbund. Ah, hinter der dänischen Grenze, ne? Genau. Kennst du das? Ja, ich war in meiner Kindheit oft da. Das ist ja noch nicht so lange her. Genau, da muss ich hin. Das mit dem Bogen, diese Bewegungsabfolge, ist das Zen oder sowas? Ja, kann sein. Ich benutze das als Meditationstechnik. Also in stressigen Situationen fokussiert bleiben, das Ziel treffen. So. Mhm. Oh, schön, dass du gewartet hast, bis sie eingeschlafen ist. In guten wie in schlechten Zeiten. Hm? In guten wie in schlechten Zeiten.
Lottchen. Was ist das? Wir sind schon verheiratet. Ich weiß, Suse. Habe ich auch nie bereut. Der ist schön. Habe ich was vergessen? Wir haben keinen Hochzeitstag. Die Raupe macht die ganze Arbeit, aber der Schmetterling bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Mir war einfach so. Ich muss. Liebe dich. Tschüss. Ciao. Hey. Gut, dass ich dich doch erwische. Na? Du bist der beste Papa. Okay, wie viel brauchst du? Ich bin übermorgen eingeladen bei Kevin und da feiern wir rein. Kevin? Heißen Jungs heute noch Kevin? Wir feiern rein und ich würde dann da übernachten, weil dann ist es ja schon spät. Und Mama ist damit auch okay. Ah ja. Und wo soll das sein? In Travemünde. Nee. Aber... Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Weil ich das so sage. Punkt aus, Feierabend. Test 1 haben Sie bestanden, Hartnäckigkeit. Ab morgen der normale Dienst. Ja? Yeah? Haben Sie nicht auch Hunger? Ja, stimmt, Sie haben recht, ich habe nicht auch Hunger. Roxana ruft bei Pizzaschmitz an und bestell eine Pizza El Grandioso. Die Bestellung wird aufgegeben. Und eine Tonne mit extra Pepperoni. Wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich brauche die drei Namen. Der Film ist schön, aber ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Lothar Müller, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich melde mich gleich zurück. Lottchen, schick mir doch mal eine SMS, ob du gut angekommen bist. Hm? Naja, vielleicht ist ja auch Stau oder so, aber ich... Meld dich, ja? Kuss. Susanne Müller. Frau Müller? Lothar meldet sich nicht. Er ist eigentlich sehr zuverlässig. Er ruft immer an. Zu welchem Hotel wollte er denn heute? Da ist er nicht angekommen. Ja, also
Handy leer oder war irgendwie Stau, hat ein anderes Hotel genommen. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie was gehört haben von einem Unfall. Ja, auf der Strecke zwischen hier und dänischer Grenze. Sekunde, wie ist denn das Kennzeichen? OHLM3021. OHLM3021. Sekunde. Hi Betty, hier ist Hanna. Sag mal, hast du irgendwas mitgekriegt von einem Unfall zwischen Schwanitz und der dänischen Grenze? Okay. Ja, du. Ich melde mich wieder. Ciao. Frau Müller, erstmal Entwarnung, was einen Unfall betrifft, in dem das Auto Ihres Mannes involviert ist. Wir könnten jetzt eine Vermisstenanzeige. Nein, das ist ja übertrieben. Warten wir bis morgen ab. Okay. Aber was wir machen könnten, ist. Wir hinterlegen es in der Zentrale und falls die etwas hören, dann sagen die uns Bescheid, okay? Und dann sagen die uns Bescheid. Das ist wirklich nett. Danke, Herr Jacobs. Kann ich besser schlafen? Ja, wird schon nichts sein. Schlafen Sie gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Und jetzt. Donnergurgler. Nach einer alten Schwanitzer Tradition werden so die neuen Polizisten begrüßt. Und heute begrüßen wir Sie, Herr Oesker. Von wann ist die Tradition? 23. Juni 1960. Mhm. Und wirkt er auch so, wie er klingt? Viel schlimmer. Viel schlimmer. Herr Oesker? So, also, herzlich willkommen. Ja. Prost, 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 Prost. Also. Oh. Krasses Zeug. Auf einem Bein steht nur der Storch. Herr Oesker? Ja. Ah, das ist aber auch mit dem Eingießen hier. Hey. Wollen Sie eigentlich nicht mal irgendwann wieder an Land kommen? Ja, ich brauche das Gefühl, ne? Welches Gefühl? Na, dass ich eigentlich immer jederzeit ablegen könnte. Ich meine, wenn Sie zu Hause sind und aus dem Haus gehen, dann sind Sie immer noch zu Hause. Ich allerdings bin dann wirklich weg. Wann waren Sie denn das letzte Mal wirklich weg? In den letzten Jahren. Oh, Christian, das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair. Ne? Ich meine, es gibt auch einen guten Grund, warum ich nicht ablege. Sagen Sie bloß. Holly. Cassie. Noch ein Donnergurgler? Ja. Oh. Kommen Sie. Oh Gott. Okay. Oh. Aber jetzt muss ich, jetzt gehe ich wirklich. Also kommen Sie gut nach Hause, Dank, ja? Vielen wirklich. Dank, alles. Kommen Sie wirklich gut nach Hause. Ja, Sie auch, danke. Hey. Wollt das schaffen? Wir müssen aufpassen mit dem Stehen. Wir hätten sie ihm eine Weste geben sollen. Eine Weste? Der fährt jetzt nicht mehr. Das ist nicht sein Ernst. Sehr gut. Noch ein Donnergurgler? Jo. Oh ja.
Oh Gott. Ich hoffe, Sie haben was an Bord, was Tote wieder auferstehen lässt. Was ist das? Hallo, Wach 5000. Herr Eska? Wir haben einen Toten, gleich an die zweite Tag. Anfängerglück. Okay, was ist passiert? Die Kollegen aus Travemünde haben angerufen. Man hat einen Mann in die Wasser gefunden. Travemünder Gemarkung oder Schwanitzer? Die Kollegen sagen Schwanitzer. Oh, aha. Okay, wir sind gleich da. Oh, wir sind gleich da. Wir haben einen Toten. Ich kann auch alleine fahren, wenn Sie wollen. Ich schaff das schon. Was ich fragen wollte, ne? Kann ich die Polizeiwagen eigentlich auch mal fahren? Du weißt, wegen... Nein. Aber in einem Notfall? Das müsste aber wirklich ein ganz, ganz, ganz schwerer Notfall sein. Wenn zum Beispiel Terroristen das Atomkraftwerk in Timmendorf besetzt hätten, dann dürften sie fahren. Aber in Timmendorf gibt's gar kein AKW. Hallo. Sie sehen von Tag zu Tag schöner aus. Ich freue mich schon auf morgen. Oh. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Und wie Sie sehen, kommt es von Herzen. Was ist es? Das ist etwas, was sehr wichtig ist für mich. Es hat mir in schweren Zeiten sehr geholfen. Aber packen Sie es ruhig erst aus, wenn Sie Zeit und Muße dafür haben. Herr Puttkammer. Guten Tag, Kollege. Tag, Herr. Erklären wir Ihnen später. Danke, Gesichter. Eine Leiche, wie ich sehe. Sie hängt im Netz. Ich kombiniere. Sie war bereits in die Wasser und dieser Kollege hier hat sie in sein Fischernetz gefunden. Aber die wichtigste Frage ist doch, war auch der Mörder? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Der Mann hat keine Papiere bei sich. Kennen Sie ihn zufällig? Ja, das ist Lothar Müller. Dann hätten wir die Frage ja schon mal gelöst. Er kommt in die Rechtsmedizin, obwohl es tatsächlich nach einem Unfall aussieht. Ich habe bereits eine Blutprobe entnommen. Sobald die Laborwerte da sind, schicke ich sie Ihnen rüber. Gibt es irgendwelche Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung? Offensichtliche Verletzungen wie Stich- oder Schusswunden konnte ich bei der ersten Sichtprüfung nicht feststellen. Er wollte rüber nach Wemmingbund, hat seine Frau gesagt. Aber sie hat sich gewundert, warum er sich unterwegs nicht gemeldet hat. Und Sie sind? Uwe Jensen. Aha. Das ist doch ein sehr ungewöhnlicher Name, ne? Es gibt einen weiteren vermissten Fall. Das haben mir die Kollegen in Travemünde erzählt. Travemünder Gemarkung oder unsere? Unklar. Die Frau, die ihn als vermisst gemeldet hat, lebt in Travemünde. Dann ist das deren Sache. Die vermisste Person heißt Lothar Meyer. Noch ein Lothar? Haben Sie mal ein Bild von ihm angefordert? Nee, noch nicht, aber das werde ich gleich nachholen. Sie wirken so nervös, so schuldbewusst. Bitte einmal pusten. Ich glaube, es ist besser, wenn ich alleine reingehe. Ich könnte doch mit dir reden, ne? Wir sehen uns gleich immer wieder. Mach doch mal Pipi hier.
Na, Anna. Hi. Na? Oh, sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal den kleinen Donald hier einmal nehmen? Klar. Einmal nur um Block. Okay. Na, kommst du auch mit? Wie denn? Er wurde zwischen Travemünde und dem Prival gefunden. Ein Fischer hat ihn entdeckt. Ist er ertrunken? Es wird noch untersucht, aber... Lottchen wollte doch nach Dänemark. Dann war der vielleicht gestern Abend schon tot. Ich weiß nicht, wie ich das Anna sagen soll. Hey, ich... Soll ich bleiben? Ich möchte lieber allein sein. Das hat mir in schweren Zeiten sehr geholfen. Frau Wagner? Hm? Der Fischer, ne? Der sah so ein bisschen verstohlen aus. Herr Özgar, Mörder erkennt man nicht am Gesicht. Außerdem war es vielleicht auch ein Unfall. Ich mach das schon. Özgar, Polizei. Puttkammer hier. Ah, Herr Puttkammer. War Mord, ne? Mord. Ja, habe ich gleich gesehen. Ich habe da ein Auge für. Herr Puttkammer? Ja, ich habe Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Lothar Müller ist stranguliert worden. Wegen der deutlichen Abdrücke des Fischernetzes an allen möglichen Hautpartien war das erst nach einer genauen Untersuchung ersichtlich. Er war tot, bevor er ins Wasser geworfen wurde. Wie können die das im Nachhinein noch feststellen? Sonst hätte er Wasser... Frau Wagner, hatten Sie vielleicht schon mal Gelegenheit, das Geschenk auszupacken? Herr Puttkammer, Herr Jakobs kommt gerade rein. Das ist Puttkammer. Lothar Müller ist stranguliert worden. Ja genau, er ist ermordet worden. Tatzeit gestern irgendwann, vermutlich zwischen 21 und 23 Uhr. Und dann hat ihm irgendjemand die Papiere abgenommen oder was? Das war aus Sicht des Täters womöglich ganz genau überlegt. Der Vermisstenfall aus Travemünde, Herr Meier. Ich habe Ihnen eben gerade mal sein Foto auf Ihr Handy geschickt. Herr Puttkammer, wir wollten das Bild von Lothar Meier, nicht von Lothar Müller. Das ist Lothar Meier. Ich hab den Besuch schon reingelassen. Wen gehst du bitte dein Zimmer aufräumen? Ich hab schon aufgeräumt. Geh bitte dein Zimmer aufräumen. Haben Sie Ihren Mann denn zuletzt gesehen, Frau Meier? Denken wir dasselbe? Vermutlich. Aber als Mann denke ich geradliniger. Wahrscheinlich würden wir auch zum selben Schluss kommen. Allerdings mit, wie üblich, einem leichten Vorsprung für mich. Das hatte ich vergessen. 7 Kilometer.
Sie meinen die Entfernung zwischen Travemünde und Schwanitz? Die Entfernung zwischen zwei Identitäten. Ist doch Wahnsinn, wie lange das gut gegangen ist. Wenn es das denn ist. Vielleicht hat eine von beiden das rausgekriegt. Ja, eben. Aber beide wirkten erschüttert auf mich. Sie sind wirklich manchmal so süß. Was? Kurtkammer? Wagner hier. Wie lange können wir die Beisetzung von Lothar Müller noch rauszögern? Das müssen Sie nicht, Frau Wagner. Rechtsmedizinisch sind wir schon fast durch. Nur fast? Naja, eigentlich haben wir einen Durchgang hinter uns gebracht, aber mich hat stutzig gemacht, dass ich im Obduktionsbericht keinerlei Abwehrverletzung vorgefunden habe. Deshalb habe ich eine zweite Untersuchung veranlasst. Falls Sie jedoch noch ermitteln müssen und Herr Müller testamentarisch eine Feuerbestattung verfügt hat, könnte ich das Ganze noch zwei oder drei Tage herauszögern, ohne dass das jemand merkt. Ja, da wäre noch was. Ja. Checken Sie doch mal bitte in den Einwohnermeldeämtern die offiziellen Papiere von Lothar Müller und Lothar Meyer, ob die wirklich offiziell ausgestellt worden sind und wenn ja, warum. Guter Hinweis. Ich melde mich. Tschüss. Frau Tanja, kommen Sie bitte mal in mein Büro. Vergangenheit. Dass wir uns ein besseres Bild von ihm machen können. Er war manchmal wie ein Kind. Schnell zu begeistern. Zu Unsinn aufgelegt. Sie kennen ihn doch selbst. Also, Sie kannten ihn selbst. Er war ruhig und pflichtbewusst. Ja, man konnte sich eigentlich gar nicht mit dem streiten. Der war klar, rational und... Der war ein Bauchmensch. Spontan. Er wollte immer einen ganz festen Rahmen und alles vorab planen. Wie seine Wegstrecke? Ja. Nein. Lothar hat die Abwechslung geliebt. Er hat gesagt, wozu brauche ich ein Navi? Deswegen ist er auch nie bei einem Instrument geblieben. Angefangen hat er mit der Gitarre, dann kam das Keyboard und zuletzt hat er sich für ein Cello begeistert. Musikalisch? Nein. Also man konnte ja noch nicht mal mit ihm tanzen, das war... Und im Ort, ja, also da... Wegen seines Jobs konnte er sich ja auch nicht engagieren. Also freiwillige Feuerwehr oder so, das wäre nicht drin gewesen. Ach so, ja, und er war im Ort nirgends irgendwo Mitglied. Also die ganze Vereinsmeierei lag ihm nicht. Hä? Ah, ja. Tochter Anna geboren. Ist doch unfassbar. Lottchen. Ein Doppelleben. Sieht so aus. Die beiden Frauen wussten nichts davon. Scheinbar nicht. Ein Mann, zwei Frauen. Wo gibt's denn sowas? Offenbar konnte er sich für keine von beiden entscheiden. Ja, es ist wirklich allerhand, finde ich auch. Also, dass er das überhaupt hinbekommen hat, all die ganzen... Hinbekommen? Das ist doch keine Leistung, oder? Oder? Werden Sie das als Leistung? Na, wie man sieht, ne? Aber Frau Christiansen, es ging doch nur um die Dauer. Also, es muss doch mindestens seit 2014 gegangen sein, seitdem er Lisa Meyer aus Travemünde geheiratet hat. Dauer und Distanz, das sind 7 Kilometer Entfernung, 2 Identitäten. Das muss doch irgendjemand mitbekommen haben. Aber nein, niemand. Niemand hat das mitbekommen. Naja, vielleicht eben doch. Er wurde doch erwürgt, oder? Ja, das war so ein Fischer, der hat so ganz verstohlen geschaut. Ja, vielleicht ist es einer von beiden aufgefallen und das fand die dann nicht so gut. Das hat ihr nicht gefallen, die war dann richtig sauer. Stinksauer, die war richtig rasend sauer. Susanne Müller hat ja gesagt, dass er als Handelsreisender auf dem Weg nach Dänemark ist. Und Lisa Meyer hat seit 4 Tagen auf Lothars Rückkehr von seiner Reise aus Dänemark gewartet. Also exakt die 4 Tage, die er vorher bei Susanne Müller war, in Schwanitz. Wieso denn? Wieso? Vielleicht hat er ja in Travemünde was bekommen, was sein Schwan jetzt nicht bekommen hat. Und andersrum. Ich kann das echt nicht fassen.
Ich meine, der war wirklich so ein netter, so ein feinsinniger Mann. Und allein die Logistik dahinter. So, der muss ja beide die ganze Zeit belogen haben. Könntest du das, Hannah? Und sie, Herr Jacobs? Nein, könntest auch nicht. Nee? Na, nein. Und du, Mehmet? Hm? Das ist doch dein richtiger Name, oder? Ja, bei mir stimmt das wirklich. Aber das so mit mehreren Frauen, dafür verehre ich die Frauen viel zu sehr, weißt du? Aber das ist auch so ein Vorurteil, was uns immer vorgeworfen wird, ne? Das kommt noch aus der Zeit von der Osmanischen Reich mit den Harem und so. Aber wusstest du, Kemal Atatürk hat das schon Anfang des 20. Jahrhunderts abgeschafft und die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingeführt. Weißt du, wann die Wahlrecht für die Frau in der Schweiz eingeführt wurde? Anfang der 70er. Und bis 1997 war die Vergewaltigung in einer deutschen Ehe noch erlaubt. Kannst du mal vorstellen? Und jetzt? Jetzt fahrt mir erstmal die Überprüfung der Papiere ab, würde ich sagen. Entschuldigung. Ja, hallo? Maja. Kurzen Moment. Ich wollte nur wissen. Ja? Störch? Nein. Ja, ich wollte nur wissen, ich habe vergessen zu fragen. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich wollte wissen, wann kriege ich denn jetzt die Leiche von meinem Mann? Wann kriege ich die wieder? Ich meine, wann wird die denn freigegeben zur Beerdigung? Ich muss ja jetzt anfangen, alles zu planen. Natürlich. Frau Meier, ich bin gerade nicht im Büro. Aber wir melden uns morgen als allererstes bei Ihnen. Ja. Ist das in Ordnung? Ja, ja, ja. Danke. Tschüss. Das glaube ich nicht. Lottchen, Jule, das glaube ich nicht. Das heißt, wenn Lothar für ein paar Tage als Handelsreisender unterwegs war, war er in Schwanitz? Ja. Und dann ist er für die andere auf Reisen gegangen und war hier? Mhm. Aber Kinder gibt's da keine, oder? Ein Sohn. Er ist 10 Jahre alt. Finn hat eine Halbschwester. Sie heißt Anna und ist 15. Und die wohnen in Schwanitz? Ja. Wissen die das, Lothar? Wussten die das hier schon länger? Die erfahren es zeitgleich. Meine Kollegin ist... Wer ist es? Eine Frau aus Travemünde. Travemünde? Ah. Und kenne ich sie eventuell? Das weiß ich nicht. Wie alt ist sie? Mitte 40. 37. Und die waren so richtig verheiratet? Ja. Ja, das ist ja gar nicht möglich. Ich meine, auf dem Abend vor der Eheschließung, da kommt das doch raus, wenn jemand verheiratet ist. Die beiden haben in Gibraltar geheiratet. Gibraltar? Das ist wahrscheinlich mit den Papieren in Deutschland nicht richtig abgeglichen worden. Und außerdem hatte ihr Mann in Travemünde einen anderen Namen. Meier. Müller. Ich kann das nicht fassen. Ich habe in einer Lüge gelebt.
Aber es war so echt. Er war glücklich. Das kann man doch nicht sein, wenn man zu seinem Glück noch eine andere Familie braucht, oder? Ich verstehe es nicht. Also hier hat er nur ein halbes Leben gelebt, ja? Das ist einfach nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Der hat mir das hier geschenkt. Und dann ist er zu der anderen Familie gefahren. Wieso denn? Wieso macht jemand sowas? Wir wissen es nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist ja auch nicht zu begreifen. Wenn der ins Krankenhaus gekommen wäre, das wäre doch aufgeflogen, oder? Ich meine, Lothar war doch nicht blöd. Das konnte er sich doch ausrechnen, dass das irgendwann auffliegt. Der hat mich geliebt, Jule. Er hat mich geliebt. Weißt du mehr? Nee. Leider nicht, nein. Wollte er vielleicht eine Jüngere? Ich kann das nicht beurteilen, Anna. Ich meine, ein Mensch ist ja schon komplex genug. Kommt ja häufig genug vor, dass man sich selbst ein Rätsel ist. Aber zwei, ich glaube, man zieht nicht mit jedem Menschen ein Kind auf. Papa war ein Feigling. Weil er nicht den Mut gehabt hat, sich zu trennen. Ich glaube, dass man für das, was sein Vater getan hat, einen sehr guten Grund braucht. Und wir wissen alle nicht, was das war. Aber eins weiß ich ganz sicher. Der war so stolz auf dich, Anna. Der hat dich so geliebt, du warst sein Augapfel. Und ich habe mich im Streit mit ihm getrennt. Worüber habt ihr denn gestritten? Er wollte nicht, dass ich auf eine Party gehe. Was denn für eine Party? Von einem Bekannten, ganz harmlos in Travemünde. Nein, wir haben uns ursprünglich in Hamburg kennengelernt. Es hat geregnet, ein Auto hat mich touchiert, ich bin gestürzt. Und er ganz der Kavalier. Mit Aufhelfen, Mantel umhängen und so. Er war so herzlich und besorgt. Wissen Sie, ich wusste, wir würden heiraten. Ich wollte, dass er der Vater meines Kindes wird. Finn? Ja. Weiß er schon Bescheid? Nein, ich weiß auch nicht, wie. Es gibt also ein Buch für Kinder, die Schlange Helmut. Finn mag Schlangen nicht. Der hat tierische Angst davor. Das Auto, was sie touchiert hat, haben Sie da zufälligerweise noch das... Unfallflucht. Aber das war ja mein Glück. 17.12.2012. Werde ich nie vergessen. Sekunde. Entschuldigung. Herr Wesker? Herr Puttkamer hat noch was gefunden, also die Rechtsmedizin. Er sagt, das ist wichtig. Er kommt nachher ins Revier. Ja, sagen Sie ihm, ich werde da sein. Gut, mach ich. Kann ich dabei sein? Wie viele Seiten haben Sie denn schon geschafft? 11.800. Oha. Okay, dann drücke ich mal ein Auge zu. Okay, danke.
Mama. Wann kommt Papa wieder? 2 oder 3 Mal schlafen. Wann kommt er wieder? 2 oder 3 Mal schlafen. Finn? Weißt du noch, letzten Winter, die ganzen Schneeflocken? Ja. Wie du sie auf der Zunge hast schmelzen lassen? Ja. Wenn eine Schneeflocke zu Boden schwebt und schmilzt, dann sehen wir sie nicht mehr, oder? Ja. Und denken, die ist jetzt weg. Aber in Wirklichkeit ist sie nur zu Wasser geworden. Goodbye, I swear. Can't rely on a dime a day low that don't go anywhere. I learned to cry for someone else. I can't get by on an odds and ends low that don't ever. I heard all you said, and I took it to heart. I won't forget, I swear. I have no. Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob wir gemeinsam einen Rotwein trinken gehen wollen, dann würde ich mir überlegen, welcher zu Ihrer Augenfarbe passt. Herr Puttkammer, ich... Ah, da sind Sie. Hallo. Ah, Herr Jacobs, ich sollte die Papiere von Lothar Müller überprüfen. Ja. Die sind einwandfrei, die von Meyer nicht. Das heißt, der Pass von Lothar Meyer ist gefälscht? Nein, die offiziellen Ausweisdokumente sind echt. Die sind in Travemünde auf ihn ausgestellt worden. Lothar Meyer stammt aus dem Allgäu. Seine Eltern leben nicht mehr, keine Geschwister. Niemand also, der uns etwas über seine Herkunft erzählen könnte. Das hier ist seine Geburtsurkunde. Er hatte seinen Pass verloren. Man hat ihm einen neuen ausgestellt. Ab da war er bei uns im System. Und? Ja, alle Nachweise inklusive der Geburtsurkunde waren gefälscht. Okay, aber der Pass von Lothar Müller, der stimmt. Ja, also hat Lothar Müller aus Schwanitz so ziemlich genau am 1.12.2012 sich in Hamburg mit gefälschten Unterlagen einen neuen Pass auf den Namen Lothar Meyer ausstellen lassen. Angeblich, weil er aus dem Allgäu nach Hamburg gezogen ist. Voll die Hammer. Das ist ja filmreif. Für mich? Ja. Oh nein, danke, danke. Hm. Danke, ich mache gerade eine Diät. Mach viel Sport und so. Das tut gut. Also nicht nur, dass ich viel laufe, auch gehe auch an die Eisen. Also für Muskeln. Ich stellen Sie es einfach. Wow. Und denken Sie, er hat die Unterlagen selbst gefälscht? Dafür sind die zu gut. Und die sind richtig gut. All der Aufwand für eine zweite Familie. Es gibt noch eine unschöne Nachricht aus der Rechtsmedizin. Die Kollegen haben am Hals des Opfers Spuren eines Nervengifts festgestellt. Sie sagen, er war sofort gelähmt. Herr Müller ist vermutlich erdrosselt worden, als er nicht mehr in der Lage war, sich zu bewegen. Bin gleich zurück. Ich brauche sie. Können wir uns treffen? Ja.
doch ein schönes Haus hier, direkt am Meer. Hm. Ich könnte nicht in den Bergen leben. No. Versperren einem die Sicht. Was? Meine erste Logopädin kam aus Dresden. Wann ist das passiert mit dem Schlaganfall? Zwei. Vor einem Jahr. Und warum haben Sie nichts gesagt? Ich muss ja erst wieder sprechen lernen. Mühsam, nehme ich an. Ja, aber nicht so schlimm. Ich habe ja nie viel gequatscht. Hm. Guten Tag. Hallo. Das ist meine persönliche Assistentin, Frau Dr. Sabine Keller. Das freut mich. Kriminalhauptkommissar Hauke Jacobs. Freut mich auch, Sie kennenzulernen, Herr Jacobs. Nein, mich freut es, Sie kennenzulernen, wirklich. Ich bin, wie das halt so ist, wenn man, ne, Und Sie sind schon Doktorin? Mhm. In Kriminalpsychologie und Medizin. Beste Ihres Jahrgangs. Sie hat den Leander-Lost-Test in der Hälfte der Zeit geschafft. Das kann man ja gar nicht schaffen, es sei denn, man ist... Ja? Naja, ich meine, es sei denn, man ist das, wenn... Aber das sind Sie doch nicht, oder? Sie sind doch nicht wirklich... Doch. Aber zur Sache. Mhm. Okay. Also, in Herrn Vogts Zeit beim BND gab es hier Vorgänge, die man keinem zuordnen konnte. Also keiner konkreten Person. Aber auf jeden Fall dem SWR, dem russischen Auslandsgeheimdienst, der hier Industrie- und Militärspionage betrieben hatte. Man hatte ein Netz ausheben können, aber da muss es einen Einzelgänger gegeben haben, der unter dem Radar geblieben ist. Es gab Geschichten, er habe den Tarnnamen Schmetterling. Schmetterling? Lothar Müller hat seiner Frau beim Abschied, als er sie das letzte Mal gesehen hat, einen Schmetterling geschenkt. Also so ein, sowas wie eine Kette, so eine Brosche. Könnte ein Hinweis sein. Der Schmetterling ist nur zweimal in Erscheinung getreten. 2014 und 2018. Okay, und was hat er getan? 2014 hatte er Militärtechnik entwendet. Die Software für ein Freund-Feind-System für Jagdbomber. Bei einem Angriff russischer Bomber hätten die uns im entscheidenden Moment vorgaukeln können, eine befreundete Maschine zu sein. Das wäre eine Katastrophe für die Luftwaffe. Und was war 2018? 2018 ist das System für einige europäische Staaten weiterentwickelt worden und wieder wurde die Software kopiert und ist, wir haben ja auch unsere Quellen in Russland, wieder bei deren Militärgeheimdienst gelandet. Ich halte Sie für ziemlich klug. Sie meinen, die Software wurde jetzt wieder aktualisiert? Treffer. Jetzt ist sie Bestandteil der gesamten europäischen NATO-Mitglieder. Okay, aber wenn Lothar Müller dieser Einzelgänger ist, dieser Schmetterling, dann... Sein Führungsoffizier ist wie eine Moräne. Nie zu sehen. Nur zum Jagen kommt er raus. Wie ich. Sein Name ist Maxim Romanow. Er ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Er ist der Einzige, der den Schmetterling kennt. Wenn Romanow jetzt tat, was er wollte, dann wird hier nichts mehr passieren. Dann sind sie wieder über alle Berge. Zurück hinterm Vorhang. Und was, wenn nicht? Dann könnte es hier etwas ungemütlich werden. Aber wir kümmern uns um die Sache. Die Frau... Lisa Meyer, meinen Sie? Ja, genau. Und Lothar, wie haben die sich kennengelernt? Sie wurde von einem Wagen touchiert, sie ist hingefallen, gestürzt, er hat ihr aufgeholfen, sowas. Ja, das war kein Zufall, das Touchieren. Das war, damit er Kontakt aufnehmen kann. Guten Morgen, Finn. Alles klar? Alles klar. Tschüss. Wir sehen uns dann nachher im Deutschunterricht, ne? Tschüss. Ciao. Frau Meyer. Mein herzliches Beileid. Danke.
Weiß er es? Indirekt. Ich weiß noch nicht. Ja, natürlich. Ich habe ein besonderes Auge, der Kleine. Danke. Oskar, Polizeiposten Schwanitz. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist Müller. Bei uns ist eingebrochen worden. Also ein Notfall? Ja. Ah, hey. Jul, hallo. Hallo, was ist, sind Sie verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Vielleicht ein Halskraut? Aber ich bin ja nicht verletzt. Ja, wegen dem Schock, ne? Also, wissen Sie, der Schmerz, der kommt meistens später. Okay. Also, was ist passiert? Hier ist eingebrochen worden, das sieht man doch. Ja, ja, eingebrochen, natürlich, ja. Vielleicht, eventuell, ne? Weißt du, Kleines, in die Leben, ne, ist nicht immer alles so, wie es scheint, verstehst? Also, wir haben das hier gestern Abend nicht mehr ausgehalten. Und da sind wir zu meiner Schwester rüber nach Boltenhagen und haben dort übernachtet. Ja, und dann sind wir eben zurückgekommen. Gerade zurückgekommen. Mhm. Okay. Entschuldigen Sie, ein wichtiges Telefonat kommt gerade rein, ne? Mein Kollege, Herr Jakobs. Oskar, Polizei Außenposten Schwanitz. Ja, Herr Jakobs, bei der Frau Müller, da ist eingebrochen worden, eventuell sagen die. Also. Ich möchte der Polizei jetzt nicht vorgreifen, aber wollt ihr nicht einfach das Nötigste packen und ich bringe euch im Kippikappi unter? Ja. Ja, die Kleine ist ein bisschen suspekt. Es sieht mehr aus wie nicht aufgeräumt hier. Also. Nein, nein, es ist alles gesichert, ne? Also alles unter Kontrolle, ja? Herr Oskar, würden Sie bitte mit allen Beteiligten das Haus verlassen? Okay, damit bis später dann, okay, ciao. Herr Oskar? Ja, ja, ciao, ciao. Mhm. Okay, dann noch mal von vorne, ne? Also, Boltenhagen, sagen Sie, ne? Ja. Mhm. Hallo? Frau Wagner? Ja? Ups, habe ich Sie gerade gestört? Nein. Bei den Müllers ist eingebrochen worden. Jule und Oskar sind vor Ort. Ich würde jetzt Herrn Puttkammer dorthin bestellen, damit er die Spurensicherung übernehmen kann. Und Sie wollen da jetzt auch noch hin, oder was? Naja, in der Mangelung geeigneter Kompetenzen unseres Praktikanten hatte ich das vor. Ja, wieso? Wir sollten doch nach Travemünde. Ich meine, der Mord an Lothar Müller, das, was Vogt Ihnen gestern erzählt hat. Über Lisa Meyer und ihre Arbeit bei Lotten und Schiedeck. Denken Sie, der Einbrecher war da wegen Geld, oder was? Was, wenn die bei den Müllers nicht das gefunden haben, wonach sie suchen? Dann sollten wir nach Travemünde. Wo sind Sie jetzt? Ich bin noch zu Hause. Herr Oskar hatte telefoniert. Ich muss er dringend was für die Steuer machen. Okay, ich hole sie ab. Bis gleich. Okay. Holly, komm. Komm. Na, mein Kleiner, ist das deiner? Wir haben Finn. Sie werden ihn nie wiedersehen, wenn Sie jetzt gehen, Frau Meier. Wo ist mein Sohn? Er ist in Sicherheit. Machen Sie einfach, was wir wollen und Sie bekommen Ihren Jungen zurück, okay? Bitte. Er ist noch ein Kind. Ja, süßes Kind. Zurzeit können wir ihn mit kleinen Lügen bei Laune halten. Ist alles gut.
Es ist für uns alle von Vorteil, glaube ich, wenn wir keine Zeit verlieren. Was soll ich tun? Gehen Sie nur. Aber kommen Sie wieder. Allein. Frau Meier? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ja, soweit. War irgendjemand bei Ihnen im Haus? Nein, ich hoffe nicht. Warum fragen Sie? Weil bei Frau Müller in Schwanitz eingebrochen wurde. Ich verstehe nicht. Naja, wir dachten vielleicht auch, dass bei... Können wir ganz kurz reinkommen? Nein, leider nicht. Ich hab's eilig. Ich muss noch kurz ins Bad und dann muss ich Finn holen. Die Kinder machen heute einen Ausflug ins Terrarium. Auf die Schlangenfarm, da freut er sich sehr. Gut. Aber wenn Sie sich im Hotel wohler fühlen, dann können wir das problemlos... Danke. Ich muss mich jetzt um Finn kümmern. Alles klar. Kinder machen keinen Ausflug ins Terrarium. Finn hasst Schlangen. Der würde niemals mitgehen. Das haben Sie toll gemacht. Wer ist das? Finns Lehrerin. Gehen Sie noch ran. Das ist bestimmt wichtig. Hallo, Frau Karg. Ja. Nein, ja, ich wollte Sie auch gerade anrufen. Er ist vor 3 Minuten hier angekommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie Vorsorgen hast. Ja, alles in Ordnung. Danke. Drehen Sie sich um. Ich wollte erst einen Delfin dranhängen. Aber dann dachte ich, der kleine Jesus passt besser. Der ist von meiner Mama. Die Kette überträgt ihre Position und lässt mich alles mithören. Können Sie sowas? Bewegte Kindheit. Finn! Finn, wir sind's, die Polizei. Wenn du dich irgendwo versteckst, komm bitte raus, ja? Yamin? Ja. Sieht ganz so aus. Ja? Ich habe Neuigkeiten für Sie. Wo sind Sie jetzt? Ganz in der Nähe. Es sieht ganz so aus, als würde Lisa Meyer mit ihrem Sohn erpresst werden. Das passt zu meinen Neuigkeiten. Wir sammeln Sie auf. Kommen Sie zur Bergstraße. Kommen Sie. Thank you.
Ab jetzt können wir wieder reden. Frau Wagner, meine persönliche Assistentin, Frau Dr. Keller. Wo wollten Sie eigentlich hin? Wir werden gleich rüber ins Gewerbegebiet zu Lossen und Schiedeck fahren. Zu dem Rüstungsunternehmen? Ja. Okay. Würden Sie uns aufklären? Was wollen wir hier? Lothar Müller hat einen Halbbruder, Alexei. Als die Familie nach Deutschland emigriert ist, ging Alexei erst mit, ist dann aber nach St. Petersburg zurückgekehrt und hat sich politisch engagiert. Er ist Regimekritiker geworden. Genau. Er ist in einem Scheinprozess 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Herr Vogt und ich nehmen an, dass man Lothar Müller durch seinen Bruder Alexei unter Druck gesetzt hat, um sich als eine Art Romeo bei Lisa Meyer einzuschleichen und über sie Zugang zur Freund-Feind-Erkennung zu bekommen. Und das bei 7 Kilometern Entfernung zwischen den beiden Familien. So ein bisschen riskant, oder? Lossen und Schiedeck waren damals in Hamburg ansässig. Ja, der Umzug nach Travemünde kam erst später. Aber nach der Heirat mit Lisa Meyer, da war doch der Auftrag von Lothar Müller abgeschlossen. Ja, aber wie das manchmal so ist, manchmal beginnen solche Anbahnungen als reiner Auftrag und dann kommen plötzlich echte Gefühle dazu. Ja. Aber wäre es nicht wesentlich weniger riskant gewesen, wenn er sich dafür von seiner Frau Susanne getrennt hätte? Absolut. Ich bin mir sicher, Romanow hat das angeordnet. Ja, aber wie es aussieht, hat Lothar Müller sich geweigert, sich von seiner Frau zu trennen. Ich habe schlechter von ihm gedacht. Ja, ich auch. Wenn Romanow und seine Leute jetzt das Kind von Frau Meyer entführt haben, dann wird Lothar Müller ihnen nicht gegeben haben, was sie wollten. Sonst wären sie nicht mehr hier. Sie meinen die aktuelle Freund-Feind-Erkennung? Ja. Und wie soll er die vorher beschafft haben? Lisa Meyer hat das Material ja kaum mit nach Hause gebracht. Und wenn er sie dazu überredet hätte, hätte er seine Identität ihr gegenüber preisgeben müssen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er mit dem kleinen Sohn hergekommen ist. Hat sie im Büro besucht, hat sie abends abgeholt. Sowas. Die Leute kannten ihn hier schon. Alle hatten Augen für das kleine Kind. Das ist für eine Ablenkung immer geeignet. Das ist eigentlich ein Klassiker. Zu Hause hat er eine Kopie erstellt und beim nächsten Besuch hat er das Original wieder hinterlegt. Vielleicht schon am nächsten Tag. Ja. Und jetzt denken Sie, dass Lisa Meyer versucht, die Freund-Feind-Erkennung rauszuschmuggeln, um das Leben ihres Sohnes zu retten? Davon gehen wir aus, ja. Und wieso gehen wir dann nicht rein und verhaften Sie? Ich fürchte, so einfach verhält sich das nicht. Mit Sicherheit wird sie überwacht und Sie beide sind in der Sache bereits in Erscheinung getreten. Aber Herrn Vogt kennt man nicht. Er wird reingehen. Und Sie kommen einfach so in einen hochsensiblen Sicherheitsbereich. Und wie soll's dann weitergehen? Improvisation. Hallo, Frau Meyer. Sag mal, vielen Dank. Hallo. Frau Meyer. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Frau Meyer, Lisa. Das wäre Zimmer 113 und Sie sind Herr? Oh, Sascha, wir haben hier einen 1026er. Okay, verstanden. Den Flur entlang, bitte. Meyer?
Krämer, Sicherheitsabteilung. Frau Meier, auf Ihrem Rechner läuft ein sicherheitsrelevanter Kopiervorgang. Wir haben Zeitpunkt und Seriennummer. Wenn Sie den gestartet haben, ist der Anruf gegenstandslos. Ja, deine Richtigkeit, Frau Krämer, danke. Sicherungskopie, Frau Meier. Perfekt, danke. Geklappt. Ja, wo ist mein Sohn? Dem kleinen Finn geht's, verstehen sich gut. Sie sind eine bemerkenswerte Frau, das haben Sie wirklich toll gemacht. Ich will ihn sehen. Kennst du? So schön. Hallo Mama. Finn, mein Liebling, wie geht's dir? Hallo Mama, wann kommst du? Ich bin in einer Stunde bei dir, ich beeil mich. Bis gleich. Okay. Hat es gereicht? Der Kerl befindet sich in einer Funkzelle, hat sich nicht genau verschwanet. Der hat Nerven. Auf meinem Live-Satellitenbild sehe ich da eine Werft. Der Junge könnte womöglich auf einem der Boote festgehalten werden. Okay, aber seins dürfte schnell sein. Ja, das glaube ich auch. Aber es könnte auch sein, dass das Ding von außen alt aussieht und hat einen Speedboot-Motor drin. Ein was? Speedboot-Motor. Und jetzt das Programm. Das ist in der Cloud. Ich konnte es nicht anders rausschmuggeln. Und ich gebe Ihnen den Link erst im Austausch gegen meinen Sohn. Welche Garantien habe ich? So viel Garantie wie ich. Ha, sechs. Siehst du, ha. So schön. Pass auf, das Programm liegt in deiner Cloud. Ich schicke jetzt Lisa Meier zu dir. Mit dem Link. Und wenn der Link funktioniert, dann gibst du ihr den Jungen, so wie wir es besprochen haben. Все ясно. Hopp, Petrov. Тихо и спокойно, oder? Да, конечно. Не переживай. Bin ich dran. Sie sind Reimer Vogt, oder? So sieht man sich mal persönlich.
Meine Assistentin nimmt Ihnen jetzt die Waffe ab. General Romanow. Wie heißt das Boot, auf dem der Junge ist? Krabbe. Auf dem Rettungsring eben stand aber Montgomery. Kann ja mal passieren. Haben Sie meinen Mann auf mich angesetzt? Ist er auf Ihren Befehl hin bei mir geblieben? Nein, er hat es aus freien Stücken gemacht. Es war von uns von Vorteil. Aber sowas lässt sich nicht berechnen. Bei Ihnen ist es passiert. Sie haben Herrn Müller für seine Tätigkeit im Gegenzug Haftverkürzung für seinen Bruder angeboten. Stimmt das? Ja. Jetzt hat er zur Bedingung gemacht, dass sein Bruder freikommt, wenn er die neueste Software liefert. Aber das ging nicht. Weil? Weil sein Bruder seit 2009 tot ist. Manchmal wird die Welt ein Stück besser, wenn einige Menschen nicht auf ihr sind. Schöne Träume, General Romanow. Polizei Sprenz. Oh. Tun Sie doch was. Ich kann nicht gehen. Tun Sie was. Aber ich habe nicht mal eine Pistole. Erinnerst du dich? Leg dich bitte ganz schnell auf den Boden. Go!
Frau Wagner? Okay, wir können rausgehen. Wir bringen dich jetzt zu deiner Mama, okay? Mehmet! Mehmet! Alles gut. Bis zum Ende. Mein Arm. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ich schaue mir einmal Ihre Arme an. Mhm. Können Sie Ihre Finger für mich bewegen? Mhm. Einmal bitte den anderen Arm. Wurden Sie getroffen? Ja, von Liebe. Einmal bitte den Dieser weg. Arm tut weh. Im Aufschwung mit mir. Danke, Judith. Hey, danke wirklich. Ist ja, danke. Herr Oeskar, woher hatten Sie eigentlich die Waffen? War mir runtergefallen. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lothar. Wenn ein Mensch geht, hinterlässt er immer auch eine Lücke. Lothar hinterlässt zwei. Er war so voll mit Mitgefühl, mit Zuneigung, ja, Liebe, dass diese Liebe für zwei Leben gereicht hat. Lothar fehlt nun dreifach. Seinen beiden Familien und uns. Bei uns ist zwar noch nicht alles in Ordnung, aber vielleicht trinken wir bei uns zusammen Kaffee? Ich würde mich freuen. Ja, gerne. Vielleicht ist das ja der Beginn von einer wunderbaren Freundschaft, ne? Sie Romantiker. Ich könnte schon wieder einen Donnergurgler vertragen. Ich auch. Ja, ich auch. Was? Übrigens, mit einer Hand kann ich ja jetzt schlecht scannen, ne? Oh, da haben Sie völlig recht. Das ist schlecht. Hm. Allerdings bräuchten alle gescannten Blätter noch den Stempel digitalisiert. Und das geht mit einer Hand. Digitalisierung, das braucht doch kein Mensch, ey.